dieses Wunschdenken, zu sagen, hey, wir eigentlich sollten diese Substanzen legal sein. Und jeder Mensch sollte mit seinem Bewusstsein machen können, was er möchte. Ja, aber dieses Wunschdenken hatten wir seit 70 Jahren, es hat sich nichts getan. Und von daher, lass uns doch lieber mit dem System heute arbeiten und diese Substanzen zur Zulassung bringen. Ich bin dann raus und habe damals meinen Beirat informiert und meine Investoren. Und einer meiner Investoren ist Christian Angermeier, auch ein guter Freund von mir. Und der rief mich damals an und sagte, hey Lars, tut mir leid, dass dir so geht. Weißt du, was Psilocybin ist? Ich so, nee, was ist Psilocybin? Er meinte, so, du, das ist der Stoff in Zauberpilzen. Schau dir das mal an. Wenn es interessant ist, ruf mich wieder an. Ist ja alles klar, Christian. Da habe ich mich hingesetzt und habe damals dann im Web über PubMed, das ist so die größte Aggregationsplattform für Scientific Papers, mir die Studien rausgesucht. Habe mich hingesetzt, habe die Studien gelesen und war überrascht. Allerdings hat diese Recherchephase auch nicht lange gedauert. Ne? Also ich habe mir das irgendwie angeguckt, eine Woche lang, habe Christian wieder angerufen und gesagt, hey Christian, ich muss das ausprobieren. Also wenn es klingt too good to be true. Und Christian und ich haben uns dann getroffen und ich hatte eine hohe hohe Dosis Pilzerfahrung, die lebensverändernd war und tatsächlich meine Probleme für mich gelöst hat. Und am Ende bin ich aus dieser Erfahrung rausgekommen und war meine Depression los, ich war meine Angststörung los. Ich lag die ganze Nacht wach danach, ich konnte nicht schlafen. Und in den Folgetagen ging es mir immer besser, was auch nochmal interessant war. Also ich habe mich über eine Woche hinweg in so ein Gefühl der Euphorie wirklich entwickelt, wo ich mich einfach wieder mich selbst gefühlt habe. Ich war wieder ich. Ich konnte irgendwie alles, was irgendwie vielleicht vorher als Stress wahrgenommen wurde, war einfach nur okay. Und ich hatte irgendwie wieder die Freude, mit Freunden, mit Familie Zeit zu verbringen. Es war alles wieder da. Und damals habe ich dann gesagt, okay, das ist einfach für mich so eine bahnbrechende Erfahrung gewesen. Wie können wir es den Menschen zugänglich machen? Na, und dann habe ich mich wirklich einfach hingesetzt und überlegt, okay, was kannst du jetzt machen damit? Möchtest du damit was machen? Das war mir relativ klar, dass ich das gerne möchte. So nach der ersten Erfahrung direkt. So. Ja. Und bin aber dann zufällig über zwei meine Mitgründer bei Kompass gestolpert, die sich mit einer ähnlichen Fragestellung umgetan haben, die gesagt haben, hey, wir haben mit der European Medicines Agency gesprochen. Es gibt einen Pfad, das als Medikament zur Zulassung zu bringen. Und da ich ja selber aus dieser Patienten-Sichtweise zu dem Thema gekommen bin, habe ich gesagt, okay, da ist meine Passion gerade am größten und deswegen machen wir jetzt erstmal das Thema Medical. Genau, so ist Kompass geboren. Gib mir doch mal einfach mal so einen groben Overview. Warum habt ihr Kompass Pathways gegründet? Was ist die Vision? Wie viele Leute arbeiten da? Was machen die jeden Tag? Und ja, so erstmal so basic-mäßig, so, was ist denn das? Was geht da ab? Wir haben dann die Firma eigentlich echt incorporated erst im August. 2017, ne? 2017, genau. Die erste Seed-Finanzierungsrunde auch wiederum von Christian Angermeier, Peter Thiel, Mike Novogratz eingesammelt. Und dann haben wir angefangen, diese Firma aufzubauen. Kompetenzen in die Firma geholt, sowohl auf dem Board of Director Level haben wir sehr erfahrene, erfolgreiche Medikamentenentwickler und den Chef, den ehemaligen Chef der European Medicines Agency, der natürlich eine ganz starke Kompetenz hat in, was sind eigentlich die Daten, die man generieren muss, um die Zulassung zu bekommen, und haben uns dann auch ein sehr starkes internes Team aufgebaut auf den Kernkompetenzen, die wir brauchten. Also wir sagen immer, creating a world of mental well-being, also eine Welt der mentalen Gesundheit, würde man wahrscheinlich sagen, ist unser Ziel. Das ist das Langfristziel von Kompass. Und ein Weg dahin ist die Psilocybin-Therapie. Es gibt sicherlich auch andere Wege, die wir uns anschauen und erforschen werden. Wie weit sind wir? Also wir sind gerade in einer, wir haben gerade die Phase 2b insofern abgeschlossen, dass wir jetzt 216 Patienten in 10 Ländern mit 22 Partneruniversitäten therapiert haben. Und jetzt läuft eigentlich die Follow-up-Phase. Das heißt also, die Patienten nach der Therapie durchlaufen noch ein dreimonatiges Follow-up, wo wir schauen, wie entwickelt sich die Depression des Patienten über Zeit. Wir hoffen natürlich alle, dass die 2b-Daten so positiv sind wie die 2a und die kleineren Studien, die davor stattgefunden haben. Dann sind wir soweit auch finanziert, dass wir die Phase 3 direkt loslaufen lassen können, Anfang kommenden Jahres. Auch wieder in Kanada, den USA und in Europa. Mit dem Ziel dann frühestens 2024, 2025, je nachdem, wie schnell sich in die Studien rein rekrutieren lässt,
die Psilocybin-Therapie dann zur Zulassung zu bringen. Erstmal für die behandlungsresistenten Depressionen. Mhm. Allerdings haben wir inzwischen auch viele, viele andere Krankheitsgebiete, die wir mit Psilocybin erforschen. Und da auch mit dem Ziel, dann möglichst schnell durch die Phase 2-3 zu gehen und das zur Zulassung zu bringen. Und langfristig ist die Vision natürlich, dass jede Kleinstadt ihr eigenes Mental Wellbeing Center oder psychisches Treatment Center hat, wo Patienten dann diese Therapie erfahren können. Und am Ende wird es ein Wettbewerb sein. Also ich glaube, wenn du in Europa eine große Klinikenkette betreibst, wo Depressive behandelt werden und du bietest dann die Psilocybin-Therapie nicht an, aber dein Wettbewerber macht das, dann wird der Patient ja selber wählen können. Mhm. Und wie du das schon gesagt hast, Menschen, die eine positive Erfahrung, positiv muss jetzt nicht die Erfahrung selber sein, aber das, was sich an die psychedelische Erfahrung anschließt, gemacht haben, die reden häufig darüber. Mhm. Von daher gibt es da schon auch einen so ein Bottom-up-Demand, würde man sagen, also so eine Nachfrage vom Konsumenten eigentlich, ne, der sagen wird, hey, ich habe das gehört, ich habe den Jascha auf seinem Podcast jetzt irgendwie seit einem halben Jahr abonniert, ich will das jetzt selber versuchen, ich leide schwer an Depressionen und ich frage das bei meinem Psychiater an, der verweist mich dann irgendwann an die Klinik, wo es dann durchgeführt wird, und das kann ich absolut sehen.